heute da und ich glaube, bevor ich noch viel über ihn sage, kann er selber noch ein paar Takte zu sich selbst sagen. Sagen Sie mal herzlich willkommen dem Axel Burkhardt. Okay, okay. Ja, liebe Freunde im Geiste. Genau. Liebe Freunde im Geiste, ich erlaube mir euch heute so anzureden. Hab das Gefühl, dass ihr oder dass du, das passt für heute Abend zumindest so in der Gruppe. Ich wünsche euch uns einen wirklich schönen, wunderschönen Abend und wünsche mir, dass ich euch vielleicht ein bisschen verwundern kann, weil ihr alle, das weiß ich, wisst unglaublich viel schon und seid auch diejenigen, das möchte ich hier persönlich sagen, in denen ich die Hoffnung für diese Welt sehe. Deshalb komme ich gern zu solchen Gruppen und sehe, dass die Hoffnung überall wächst und ich leiste halt meinen Beitrag dazu. Und deshalb freue ich mich sehr, hier da zu sein und danke den Veranstaltern, dass ihr mir die Gelegenheit dazu gebt. Den Vortrag, den ich heute mache, habe ich zunächst gehalten in 4 Vorträgen à 2 Stunden. Es erwartet euch also eine Zusammenfassung. Und ich denke, ich kann es euch zutrauen. Ich versuche auch, nicht zu lange zu reden, sodass wir viel Zeit auch für Gespräche haben. Ich werde viele neue Dinge bringen, denke ich, für einige von euch, vielleicht für viele auch. Und es ist immer ganz gut, wenn es um ganz neue Dinge geht, etwas vielleicht an der geistigen Garderobe abzugeben. Ich weiß, es fällt mir selber auch immer nicht so leicht, die eigenen Vorurteile mal, alles, was ihr schon wisst, mal versuchen, einfach mal beiseite zu hängen an die geistige Garderobe, um mal gespannt zu lauschen, weil es ist viel heute, was ich euch bringen werde in einer Zusammenfassung, die sehr, sehr tief geht, das verspreche ich euch. Also das wäre so die Bitte, wenn ihr schafft, mal ganz, ganz offen zu sein, aber ich denke, seid ihr schon so, aber nochmal den Hinweis. Wir haben schon vorhin gehört, angedeutet, wir leben in einer Zeit, ich würde fast sagen, wir leben in einer Zeit einer echten Weltkrise. Und diese Weltkrise ist eine super Gelegenheit für uns. Ich sehe das mit allen Risiken und allem Negativen, aber ich sehe es vor allen Dingen als Chance. Und deshalb finde ich es gut, was passiert, weil wir die Gelegenheit haben, wirklich aneinander aufzuwachen und an dieser Krise. Und deshalb dient mein Vortrag und alles, was ich da tue dazu, auch Hoffnung zu vermitteln, denn ich werde heute über Lösungen sprechen, über ganz konkrete Lösungen. Und das ist mein Ziel, weil wir können sehr, sehr viel darüber sprechen, was alles nicht stimmt, aber was eine wirkliche Lösung ist, das will ich heute auch aufzeigen. Es gibt für mich 3 Ebenen in der Weltgeschichte und in der Weltpolitik, im Weltgeschehen. Und das können wir uns in etwa so veranschaulichen. Ich spreche vom Hintergrund, davor den Vordergrund und drunter den Untergrund. Und ich bringe immer das Bild mit Pilzen, Champignons. Wir sehen auf einer Kuhweide, wenn man Schwammersucher ist, dann freut man sich, wenn Wiesenchampignons wachsen, weil dann kann man die kiloweise ernten. Da sieht man überall diese Pilze raussprießen. Und das ist das, was wir normalerweise so in den Nachrichten hören, das Weltgeschehen außen. Manchmal werden uns dann Knollenblätterpilze als Champignons verkauft, heutzutage immer mehr, das wissen wir alle. Also das ist diese Oberflächenebene, wo wir zwar viel hören und sehen, wo wir aber von vielen wissen, dass das, was nach außen erscheint, drunter etwas ganz anderes ist. Und das Schöne beim Champignon und bei jedem Pilz ist ja, dass das eigentliche Netzwerk im Verborgenen ist. Das ist das Myzel. Das ist die zweite Ebene und das nenne ich die äußere geheime Geschichte. Und um die wird es heute auch gehen, auch um die obere Ebene, aber worum es vor allem gehen wird, ist die Ebene drunter, um den Mutterboden. Und das ist die spirituelle Ebene.
Und ich weiß, seit 40 Jahren beschäftige ich mich jetzt damit, wenn wir diese Ebenen nicht ergreifen, können wir noch so viel über die beiden anderen Ebenen diskutieren und versuchen, was zu verändern. Es wird nicht gelingen. Und ich werde auch versuchen, heute euch das klar zu machen mit ganz klaren Dokumenten und Fakten, dass ihr seht, dass das keine Thesen sind, sondern dass das wirklich Fakten sind. Du müsstest hin und wieder mal ein bisschen tippen, weil der geht dann eventuell aus. Einfach nur offen. Genau, danke. Und um diese Ebene, deshalb bin ich da, die möchte ich heute zubringen zu dem, was ihr alle schon wisst und kennt, möchte aber natürlich die Verknüpfungen nach oben hin darstellen, weil dann ergibt sich nämlich dieses faszinierende Gesamtgebäude. Und jetzt kommt die erste wichtige Information, die ich glaube, weil ich das selber erst in den letzten Jahren durch die vielen Seminare, die ich gehalten habe, verstehen durfte. Und deshalb kann ich das heute in 2, 3 Sätzen zusammenfassen und das ist für euch alle vielleicht doch trotzdem neu. Bis zum 15. Jahrhundert gab es die Naturphilosophien und es gab die Religionen. Dann kam die Naturwissenschaft. Und in dem Moment, wo die Naturwissenschaft kam, hat keiner mehr Naturphilosophien mehr geschrieben. Die Zeit der Naturphilosophien war vorbei, weil man jetzt exaktes Wissen bekommen hatte. Also heute wird kein Philosoph mehr eine Naturphilosophie versuchen zu begründen, weil die Naturwissenschaft ja da ist. Und das gilt jetzt für die materielle Ebene, sagen wir mal für die Champignon-Ebene. Da haben wir die Naturwissenschaft und da haben wir exaktes Wissen. Was uns aber alle interessiert, ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer ist Gott? Was ist Geist? Was ist Seele? Was ist Liebe? Was ist Wahrheit? Was ist Freiheit? Was ist das? Was ist jenes? Und da bewegen wir uns nicht mehr im Bereich der Naturwissenschaft. Es gibt heute viele Naturwissenschaftler, die glauben, aus der Naturwissenschaft die Lösung zu beantworten und die sagen, du bist nichts anderes wie eine Maschine. Das ist der Tod der Zukunft, das wird unsere Menschheit töten und das ist der geistige Kampf, der stattfindet. Der Materialismus ist diese geistige Weltanschauung, die, wenn wir nicht überwinden in diesem Extrem, wird unsere Zivilisation und Kultur sterben. Wird sie aber nicht, weil schon genug Menschen da sind, die es nicht zulassen werden. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben jetzt nämlich ganz viele Philosophien des Geistes. Genauso wie vor 500 Jahren wir Philosophien über die Natur hatten. Und dann haben wir ungefähr 275 christliche Konfessionen, die ihre eigene Philosophie des Geistes haben, nennen sie dann Konfession. Wir haben vielleicht 43 oder 47 oder 95 islamische Konfessionen, verschiedene andere hunderte von Religionen, das sind alles Philosophien des Geistes. Und jetzt haben wir ungefähr dann in den letzten 100 Jahren noch vielleicht 2375 esoterische Philosophien des Geistes dazu bekommen. Was fehlt uns also? Es fehlt uns die Wissenschaft vom Geist, und zwar die Wissenschaft vom Geist. Keine Religion mehr, keine Esoterik, sondern exaktes Wissen über die geistige Welt. Exaktes Wissen, wissenschaftlich nach derselben Methode produziert und verifizierbar wie die Naturwissenschaft auch. Und das ist das der Grund, warum ich heute da bin, weil ich als Geisteswissenschaftler spreche, das unterrichte ich auch, denn das kann man schon studieren. Es gibt nämlich schon eine Wissenschaft vom Geist. Und sonst müsste man sie nämlich erfinden. Und jetzt kommt dieses Bild, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, Rudolf Steiner. Was selbst vielen Anthroposophen, er ist verbunden mit dem Namen, Begriff der Anthroposophie, was selbst viele, die sich beschäftigen mit Anthroposophie, oft überhaupt nicht wissen, dass er wahrscheinlich der größte, und er ist sicher der größte geistige Seher der letzten 2000 Jahre, der in die Öffentlichkeit getreten ist, und er ist derjenige, der eine echte Wissenschaft vom Geist begründet hat. Diese Wissenschaft vom Geist muss nicht mehr gefunden werden, sondern die ist da. Und das bitte ich euch mitzunehmen als eine der wichtigsten Informationen, weil ich habe das auch sehr lange gebraucht, um das in der Dimension zu verstehen. Und das ist diese Wissenschaft vom Mutterboden, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und wenn wir diese Wissenschaft nicht ergreifen, das ist auch meine persönliche Meinung und Überzeugung, ihr müsst das für euch selber nachprüfen, verifizieren,
Diese Wissenschaft müssen wir genauso ergreifen wie die Naturwissenschaft, weil sonst werden wir uns niemals einigen. Wir werden niemals die Chance haben, neue soziale Strukturen zu schaffen, wenn wir nicht verstehen, wer wir in Geist und Seele sind, wie der Mensch spirituell funktioniert, was es in der geistigen Welt gibt, wie wir mit der geistigen Welt verbunden sind, was eine soziale Gemeinschaft bedeutet. Das alles wird nicht möglich sein ohne die Geisteswissenschaft. Und bitte, ich weiß immer, ich kriege immer dieselben Antworten, ja, das kann doch nicht nur ein Mann oder nur der Rudolf Steiner, doch. Die Logik ist vor 2500 Jahren begründet worden, die gilt heute noch unverändert, und es war ein Mann, es war Aristoteles. Die Mathematik ist von einem Menschen begründet worden, die wissenschaftliche Mathematik von Euklid. Und so geht es weiter, es muss immer ein Mensch sein, der das Neue bringt und das der Menschheit zur Verfügung stellt. Also nehmt das vielleicht mit, mal ganz vorurteilsfrei, dass es hier wirklich um eine völlig neue Dimension in unserer Menschheitsgeschichte geht, und das werde ich nachher noch auch deutlicher machen, warum das so ist. Und das ist nicht irgendeine Lehre, das ist keine steinische Lehre, sondern es ist die Wissenschaft vom Geist, die jeder von euch nachprüfen kann und wo er sein eigenes Wissen daran verifizieren kann. Ich weiß, also bin überzeugt, dass diese Geisteswissenschaft, und der eine oder andere von euch wird es so schon tun, das wird die Wissenschaft und das Wissen der Zukunft sein. So wie es die Naturwissenschaft auch war. Es wird noch ein paar hundert Jahre dauern. Heute wird sie genauso bekämpft. Und zwar von den Organisationen, die keine freien Menschen wollen. Weil worum es bei Rudolf Steiner geht, ist die Freiheit des Menschen. Und deshalb hat er dieses Wissen gebracht. Und das kann nur jemand, der eine ganz, ganz große Seele ist, ein ganz großer Geist und ein ganz großer Eingeweihter, wer immer er war. Aber das war er auf jeden Fall. Denn wenn man sich beschäftigt mit seinem Werk und ich das wirklich, das jetzt schon seit 40 Jahren mache und seit 10 Jahren hauptberuflich, selbst ich kann nur sagen, ich stehe am Anfang. Und das muss ich in aller Demut sagen und in aller Ehrfurcht. Und da haben wir alles, was wir eigentlich brauchen, um die Lösungen zu finden für unsere Krisen. Und darüber werde ich sprechen. Ich habe ja auch kurz aufgezählt, was Rudolf Steiner in seinem Leben geleistet hat. Das ist ja kaum bewusst. Goetheanismus heißt, Rudolf Steiner hat bereits mit 21 Jahren den Auftrag bekommen, die naturwissenschaftlichen Studien von Goethe herauszubringen. Er hat ein völlig neues Verständnis für Goethes naturwissenschaftlichen Geist entdeckt. Wir nennen das heute Goetheanismus. Goetheanisches Denken ist die Zukunft, das ist nämlich die Grundlage für das zukünftige Hellsehen in der Menschheit. Dann hat er die Philosophie der Freiheit als Doktorarbeit, in der Folge der Doktorarbeit geschrieben. Das ist ein fundamentales Werk, dass die Philosophie eigentlich zur Erfüllung gebracht hat. Und er war der erste Philosoph, der überhaupt klargemacht hat, was Freiheit ist. Das ist eigentlich das allerwichtigste Werk von ihm. Das hat er geschrieben mit etwa 27, 28 Jahren. Oder 32, glaube ich. Dann ab 1900 hat er das begründet, was jetzt diese Geisteswissenschaft ist. Er nannte es Anthroposophie. Und das hat er dann über 25 Jahre gemacht. Und das, was daraus entstanden ist, sein Gesamtwerk, das bei mir auch zu Hause steht, die Gesamtausgabe sind 350 Bücher. Davon sind 40 selbst geschrieben und der Rest Vortragsaufzeichnungen und wahrscheinlich an zigtausend Sekundärliteratur dazu. Er hat die Waldorfschule begründet, die Waldorfpädagogik, die erste Waldorfschule. Das heißt, die Pädagogik, was nicht heißt, dass alles auf den Waldorfschulen gut läuft, bitteschön, sondern das Grundkonzept, eine Pädagogik an der Seele des Kindes ausgerichtet und nicht am Lehrplan. Dann hat er im Grunde genommen die ökologische Revolution, biologisch-dynamischen Landbau, Demeter kennt jemand, das hat Rudolf Steiner begründet. Immer noch weiß man heute mit die beste Qualität im biologischen Anbau, und er hat eine neue Medizin begründet, die anthroposophische Medizin anerkannt. Das heißt, wir sehen einen wirklichen Universalgeist, und dieses Werk ist so unfassbar, dass ich auch immer wieder dastehe und sage, wie ist es möglich, dass ein Mensch das schafft? Er hat es geschafft. Und ich kann auch nur das tun, was ich kann, aus diesem Fundus mit all dem, was ich sonst weiß und kann und was wir aus verschiedenen anderen Disziplinen kennen, ein Gesamtwerk anzubieten. Das mache ich seit Jahren. Ich habe, wie gesagt, Mathematik studiert. Das war mein Riesenvorteil, weil da lernt man Wahrheitsdenken. Und das ist das Allerwichtigste, was wir alle brauchen. Uns bloß nicht überrumpeln lassen, auch nicht von Rudolf Steiner oder Buddha oder von irgendjemand oder Axel Burkhardt, sondern lernen, selber zu denken. Das ist das Allerwichtigste und darum geht es mir.